Früher, da war ich eine Raupe, aber jetzt bin ich ein Schmetterling. Ja, ich werde mich hier ganz neu erfinden. Bitte nennt mich ab jetzt nur noch DJ. Tim Jahres gibt's jetzt nicht mehr, ab jetzt fliege ich. Fliege hoch, high, like a butterfly. Hallihallo. Oh. Ich hätte gerne einen Job. Dann komm halt mal vorbei. Bin ja schon da. Hast du denn Zeit für einen Probearbeitstag? Klar, na? Ich meine, na klar. Ja gut, dann komm einfach mit nach hin. Das ist Murat. Der macht heute auch seinen Probearbeitstag. Ach so. Hi, Murat. Du hier? Ihr könnt ja schon mal anfangen, die Streuseltaler zu belegen. Okay. Ich bin dann gleich wieder da. Murat, hast du vielleicht Lust auf eine kleine Challenge? Wer am schnellsten so einen Taler belegt? Auf drei geht's los, okay? Drei, zwei, eins, los! Fertig. DJ. Ja? Eine Kundin hat sich gerade beschwert, ein Brötchen hätte sie am Kopf getroffen. Das war der Murat. Und was ist das hier eigentlich für ein Chaos? Ja, das war auch der Murat. Sehen Sie, das sind meine Taler. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Danke. Ich rede jetzt mal ein ernstes Wörtchen mit Murat. Ja. Und du kannst ja schon mal die Lieferung in Empfang nehmen. Mhm, sehr gern. Murat? Ja, manchmal packt mich einfach der Ehrgeiz und dann gebe ich 110%. Wer will fleißige Bäcker sehen, der muss. Okay, keine Panik. 3-Sekunden-Regel. Murat, könntest du mir vielleicht helfen? Ich hole meinen Besen, ja? Murat? Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Das können wir doch jetzt immer verkaufen. Also ich muss sagen, das hast du heute richtig super gemacht, DJ. Danke. Wenn du möchtest, dann kriegst du einen Job. Gerne. Würde mich freuen, wenn du ja sagst. Ja. Tja, mein Lieber, das war heute wohl nix. Tschüss. Ich hol mal einen Vertrag und dann machen wir einen Deckel drauf. Ja. Die arme Frau hat die einfach ein Brötchen an den Kopf bekommen. Hier, eine richtige Delle. Und dann war's nicht mal der Murat. Aber genau so jemanden könnte ich hier gebrauchen.